Hallo liebe Leute, zum heutigen Quick-Tipp. Und zwar geht's heute an Ladebooster. Eine sehr einfache und sehr effektive Art, seine Batterie im Camper zu laden. Und heute schauen wir uns den Victron-Ladebooster dazu an. Den werden wir mit der Autobatterie verbinden und dann mit der Wohnbatterie verknüpfen. Und wie das geht, am Beispiel eines VW T5s, zeige ich euch jetzt. Die Idee ist, das Ganze hier unter den Fahrersitz, wir sind auf der Fahrerseite, hier unter den Fahrersitz einzubauen. Ich habe mir da schon eine geeignete Stelle ausgesucht. Und zwar habe ich hier ein Holzbrett angepasst, was perfekt in die Lücke passt. Das habe ich dann hier mit Blindenlidmuttern an den vorgesehenen Schrauben, werde ich das hier ganz einfach befestigen. Da passt der Ladebooster hier wunderbar drauf. Um die Wege kurz zu halten, wollte ich hier den Platz für die Lithium-Batterie verwenden. Ja. Wir machen uns auch hier den Platz zunutze. Hier ist zum Beispiel eine Verbindung mit der Karosserie. Da werde ich die Minuspole des Ladeboosters dran klemmen. Aber erstmal der Reihe nach, wir müssen erstmal in den Motorraum. Im Motorraum angelangt, beim VW T5 befindet sich, wenn man vorne drauf schaut, vorne rechts die Batterie. Und da werden wir jetzt ein Kabel ziehen und im Prinzip das Kabel. Da gibt es einen Weg, wie man das durchs Auto dass das unter dem Armaturenbrett quasi durchkommt. Und den Weg werden wir auch gehen. Um einen Weg von dem Sitz zur vorderen Batterie zu machen, müsst ihr hier an der Türseite die Verkleidung lösen. Das hier schon mal ein bisschen gemacht. Also das hier kann man einfach hochziehen. Also dieses Element hier, das ist nur geklipst. Dann muss man an dem Hebel, der hier für die Motorhaube ist, muss man hinten, das ist hier so befestigt, da muss man hier zwischen fummeln, das ist dann so befestigt, dass es von der Seite kommt. Und dann gibt es hier, wie war das? Da oben ein Loch. Da ist so eine Gumminippel drauf, den habe ich jetzt schon mal abgemacht. Und da werde ich dann das Kabel durchlegen. Da ist dieser Gumminippel drin, da werde ich jetzt hier so einen Schnitt reinmachen und dann das Kabel durchführen. Das habe ich jetzt hier in 16 Quadrat genommen. Ist wahrscheinlich ein bisschen zu überdimensioniert, aber besser zu viel als zu wenig. Kabelquerschnitte könnt ihr eigentlich relativ einfach berechnen, gebt einfach bei Google ein 12 Volt Kabelquerschnitt. Berechner, ich verlinke den auch mal unten und da müsst ihr einfach den richtigen Querschnitt beachten. Bei Orion habe ich jetzt hier beispielsweise, der lädt maximal mit 18 Ampere und dann könnt ihr 18 Ampere ungefähr die Wegstrecke für das Kabel, kann ich gleich mal messen, wie viele Meter das sind. Ich schätze mal so 3 Meter. Dann gebt ihr das da ein und dann habt ihr den Kabelquerschnitt, den benötigt, weil andere Ladebooster. Dann gibt es zum Beispiel auch in anderen Größen mehr und weniger Ampere. Kann man auch sich andere Kabel dafür passend holen. So, und super easy. Das ist ja gerade hier durchgeschoben. Hier kommt das Kabel dann raus. Also perfekt. Perfekt direkt neben der Batterie. Direkt mache ich hier noch eine Sicherung dran und dann schließe ich das an den Pluspol der Batterie. In der Betriebsanleitung steht auch ziemlich eindeutig, dass man bei 1 Meter 10 Quadrat, bei 2 Meter 10 Quadrat und bei 5 Meter 16 Quadrat, ich liege wahrscheinlich irgendwo zwischen 2 und 5 oder knapp auf der Grenze. Deswegen nehme ich 16 Quadrat und die externe Batteriesicherung mache ich mit 60 Ampere. Und die baue ich jetzt ein. Jetzt haben wir das alles vorbereitet, den guten Orion.
Jetzt habe ich hier das Erdungskabel, was ich hier in die untere Schraube, die mit der Karosserie verbunden ist, verbunden werde. Das ist das Pluskabel, was vorne von der Batterie kommt. Und das ist das Pluskabel, was ich zur Batterie mache. Genau, und das werde ich einfach, die Batterie an sich werde ich einfach erden. Dann sollte das eigentlich ausreichen. Und dann können wir das eigentlich alles anschrauben hier. An für sich haben wir hier Sicherung, Pluspol, Minuspol, Pluspol, Minuspol. Nachdem ich jetzt alles verbunden habe, habe ich jetzt hier, ich hoffe, es ist nicht zu hell, mit der App verbunden, das aktualisiert. Wie gesagt, hier nochmal die und dann schauen wir mal weiter, was er sagt. Jetzt müsste man, wenn man einen Schlüssel umdreht, ja irgendwas erkennen. Verbindung vom Auto eingemacht und jetzt erkennt er hier, dass die Spannung auf 14 Volt ist. Und er somit mit dem Batterieladen anfängt. Wenn ich das Auto jetzt wieder abschalte, dann geht die Spannung runter. Und irgendwann, wenn sie jetzt wieder komplett unter dem Minimalwert ist, dann sollte es eigentlich ausgehen. Genau. Ist auf 12,5 und dann merkt sich der Motor das aus und dann hört es auf zu laden. Also braucht man dementsprechend auch kein D-Plus-Signal bei dem Victron Orion Smart. Der misst halt die Spannung und wenn die Spannung passend ist, das kann man auch alles einstellen unter Einstellung, dann passt das. Ja, also das ist basically ich. So baut ihr den Orion Smart Ladebooster in euren Kastenwagen ein. Das war's.